habe jetzt hier schöne und erfolgreiche Jahre gehabt und bin trotzdem immer noch hungrig, auch jetzt mit der Mannschaft wieder Titel zu gewinnen und an die erfolgreichen Jahre anzuknüpfen. Er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns. Er ist auch Gesicht unseres Vereins geworden. Das ist immer ein Ausdruck von Glaube an den sportlichen Erfolg und auch an den FC Bayern München. Diese Kombination aus Freundschaft und trotzdem der Fähigkeit, Titel zu gewinnen, die, glaube ich, findet man nirgendwo sonst in Europa. Ich bin sehr glücklich, wir alle sind sehr glücklich, dass Leon bis 2026 seinen Vertrag vorzeitig verlängert hat. Ich glaube, er hat hier in München, ich würde sagen, seine neue Heimat gefunden. Und ich bin sehr froh, dass wir in den nächsten 5 Jahren zusammenarbeiten werden. Top! Es ist für das Sportliche und für die Entwicklung und auch für den Erfolg des Clubs immer ganz entscheidend, dass die Leistungsträger, die einfach auch den Unterschied ausmachen können, wenn sie auf dem Platz stehen, dass wir die immer langfristig an uns binden, dass sie motiviert sind, auch weiterhin erfolgreich zu sein. Wir haben hier beim FC Bayern eine ganz außergewöhnliche Mannschaft beisammen, geprägt auch von meinem Jahrgang, dem 95er-Jahrgang. Die Spieler, die kenne ich alle schon sehr, sehr lange in Kombination mit unseren etwas erfahrenen Spielern. Und ja, diese Kombination aus Freundschaft und trotzdem der Fähigkeit, Titel zu gewinnen, die, glaube ich, findet man nirgendwo sonst in Europa. Natürlich sind meine Ziele für die nächsten Jahre klar definiert. Wir möchten uns als Mannschaft weiterentwickeln. Wir haben jetzt einen jungen Trainer, der auch, glaube ich, die einzelnen Spieler weiterentwickeln wird und uns als Mannschaft auch nochmal auf ein neues Niveau bringen wird. Und wir möchten immer maximalen Erfolg, international und auch national. Er ist ein Box-to-Box-Player. Er bringt alles das mit, was ein Mittelfeldspieler heute haben muss. Er ist torgefährlich, er hat einen guten Schuss, er erzielt Tore. Er hat natürlich fußballerisch sehr, sehr gute Technik, aber vor allem eine Dynamik. Er ist ein Taktgeber, er gewinnt Zweikämpfe im Mittelfeld, er ist körperlich robust, er sucht die Zweikämpfe und er ist vor allem jemand, der auch Führung übernehmen kann. Er ist eine Energiequelle auf dem Platz, aber auch außerhalb des Platzes. Ich glaube, er ist sehr, sehr wichtig zwischenmenschlich. Er verbindet viele Gruppen in der Mannschaft. Man hat immer das Gefühl, wenn er auf dem Platz ist, dann ist er präsent und dann versucht er auch, seine Mitspieler mitzureißen und mitzunehmen. Ich setze mich mit Jo ja eigentlich die ganze Zeit auseinander und wir sprechen viel miteinander. Das war natürlich schon auch unser Plan, dass wir beide hier die nächsten Jahre zusammen spielen möchten. Und dementsprechend froh bin ich auch, dass er ja seinen Vertrag vorzeitig verlängert hat. Die Jungs haben zusammen die Champions League gewonnen und wir hoffen, dass viele Erfolge noch dazukommen. Die beiden Jungs, besonders natürlich als Herz und Seele vielleicht unserer Mannschaft, sind jetzt lange Jahre bei uns und da freuen wir uns sehr. Ja, es ist ein beiderseitiges Zeichen. Einmal von uns natürlich, dass wir von diesen Spielern total überzeugt sind und mit diesen Spielern auch in die Zukunft gehen können. Es ist aber auch ein Zeichen der Spieler, ja, auch an den Club, dass sie an den Club glauben, dass sie von der Attraktivität des FC Bayern München überzeugt sind und dass sie davon überzeugt sind, dass wir auch in Zukunft so erfolgreich sein werden, wie wir es in der Vergangenheit waren. Es ist nicht einfach, wenn man 6 Titel in einem Jahr gewinnt, aber das gilt es zu wiederholen. Wir haben wirklich viele Jungs, die im besten Fußballalter sind und ja, die können die Ära prägen. Wir möchten daran anknüpfen. Wir haben nur einen Makel und das war, dass wir das Ganze ohne die Fans machen mussten. Und das ist unsere Motivation, unser Ziel, diese Art von Saison nochmal zu erleben, aber mit unseren Fans zusammen. Ja, das ist der größte Ansporn für uns alle.